Jesus sagt, ich liebe meinen Diener Trump innig und ich liebe Biden auch. 20. Januar 2021, Worte von Jesus durch eine Schwester in Claires Zuflucht, gesprochen von Jackie. Die Schwester begann, guten Morgen, Herr. Mutter Elisabeth und ich haben über dem Wort meditiert, das du Mutter Claire vor ein paar Wochen gegeben hast. Ich hatte immer noch große Schwierigkeiten, die Puzzleteile und den Zeitrahmen zusammenzusetzen. Denn tief in meinem Herzen fühlte ich, dass du es zulassen wirst, dass Biden als Präsident eingeschworen wird. Aber ich sah nicht, wie das zu den Verheißungen und den Botschaften passen würde, die du uns gegeben hast. Danke, dass du Licht und Weisheit in unsere Verwirrung bringst. Jesus, könntest du das bitte erklären? Jesus begann. Meine Geliebte, ich halte meine Versprechen. Es gibt keine Täuschung in mir und nein, du und viele andere wie du haben nicht von einem Lügengeist gehört. Was ich versprochen und meinen Propheten gesagt habe, wird tatsächlich eintreten. Donald Trump wird eine weitere zweite Amtszeit erlangen, aber nicht ohne Kampf. Wie auch immer, der Sieg gehört mir und die Schlacht wurde bereits gewonnen. Meine Leute, ihr müsst nur beten und glauben. So oft, wenn ich euch Worte gebe, rennt ihr hinaus und versucht, die Puzzleteile zusammenzufügen. Wie oft hat euch das schon in Schwierigkeiten gebracht? Ziemlich oft, eigentlich jedes Mal, Herr. Nun gut, du lernst, meine geliebte Kleine, und andere lernen auch. Ihr alle beginnt zu sehen, dass meine Wege so weit über euren Wegen sind. Und so sind es auch meine Gedanken. Dennoch gebe ich dir jetzt meine Worte, weil ich dich liebe und du mich um Weisheit gebeten hast. Aber ich möchte, dass du von nun an die Art und Weise, in der meine Verheißungen in Erfüllung gehen, mir überlässt. Oder du wirst weiterhin Hindernisse schaffen, die dich in Angst, Unruhe und Verwirrung stürzen. Vertraue den Worten, die ich zu dir spreche, und schau nicht nach links oder rechts, noch sei bestürzt über das, was du als Widerspruch wahrnimmst, denn es ist Teil von genau jenem Plan, den ich zugelassen habe, um meinen Zweck und meine Verheißungen zu erfüllen. Meine Lieben, viele von euch werden am 20. Januar 2021 verhöhnt, verspottet und belächelt werden, wenn diese Nation den falsch gewählten Präsidenten Joe Biden einschwören wird. Dies ist nicht mein Wille für euch, noch ist er der Mann, den ich ins Amt gesetzt habe. Denkt daran, ich bin Gott und ich habe die Kontrolle. Ich setze Könige ein und reiße Königreiche nieder. Es ist mein Wille, dass er vereidigt wird, aber nicht, dass er Präsident wird. Obwohl der Feind sich hämisch freuen wird, als ob er gewonnen hätte, hat er den Köder geschluckt und spielt genau in meine Hände, damit die Wahrheit ans Licht kommt und die Gerechtigkeit in eurer Nation siegt. Es würde euch gut tun, meine Lieben, wenn ihr zurückgehen und die Schlachten von früher lesen würdet. Ich habe mich nicht geändert und viele Male, als es so aussah, als ob die Armeen Israels verloren hätten, sogar als es so aussah, als ob sie von einem rebellischen Mann wie Absalom übernommen worden wären, hatte ich immer noch die Kontrolle und nutzte alles, um meinen Zweck zu erfüllen und meine Leute näher zu mir zu bringen. Und so werde ich es auch in diesem Fall tun. Die Geschichte hat sich noch einmal wiederholt
und Biden ist wie Absalom. Er hat sich leicht von jenen um sich herum beeinflussen lassen, seinen Wahlkampf zu führen und sein Amt auf betrügerische Weise anzutreten. Aber nichts ist vor meinen Augen verborgen und die Gerechtigkeit wird siegen. Also ist Biden Absalom und Absalom gewann die Herzen des Volkes fälschlicherweise, um König David zu stürzen, der Präsident Trump ist, als er stattdessen seinen Platz als König einnahm? Herr, die Hinweise, die du bezüglich der Geschichte von Absalom und David mit Ahithophel und Hushai gegeben hast, sind das die Dinge, die geschehen werden? Hier ein Hinweis. Um die Parallelen besser zu verstehen, lest bitte die Geschichte von König David und seinem Sohn Absalom in eurer Bibel in 2. Samuel, Kapitel 15 bis 19. Ja, Geliebte, ich liebe meinen Diener Trump von ganzem Herzen und ich liebe beiden auch. Beide sind meine Kinder, obwohl der eine sich mir noch nicht ganz übergeben hat, aber ich liebe ihn trotzdem. Präsident Trump ist sich dieser Pläne wohl bewusst und hat sich tapfer meinem Willen unterworfen. Deshalb ist er so im Frieden. Er hat jetzt mein Herz kennengelernt und betet täglich für seine Feinde und für alle, die gegen ihn waren. Er liebt diese Nation sehr und ist betrübt über das, was geschehen muss, damit die Wahrheit ans Licht kommt und eure Nation von der Korruption gereinigt werden kann. Da gibt es eine wichtige Vertrauensperson von Biden, die ich in sein Umfeld gesetzt habe, die in Wirklichkeit Teil von Trumps Team ist. Ich werde ihn nutzen, um die Pläne von Biden und die Pläne des Deep State zu vereiteln. Herr, wird es einen Krieg geben? Nein, Geliebte, nicht der Dritte Weltkrieg, noch nicht. Aber es wird eine Schlacht geben und es wird viele Opfer geben, um sicherzustellen, dass diese Nation von Grund auf gesäubert wird. Ich habe euch gesagt, dass wenn Trump einmal ins Amt kommt, es eine große Veränderung in der Infrastruktur eurer Regierung geben würde. Ja, das hast du, Herr. Also vertraut mir und steht auf meinem Wort. Betet, 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 meine Leute, denn auch mein Herz ist betrübt über das, was geschehen muss, damit viele in eurer Nation aufwachen und um die Aufmerksamkeit der Welt zu bekommen, um ihr die tiefgreifende Korruption bewusst zu machen, die jede Facette eurer Nation übernommen hat. Betet, dass die Pläne des Deep State durchkreuzt werden. Betet, dass die Unterstützer von Trump geduldig sind und auf mein Timing warten, meine Pläne umzusetzen. Betet für jene, die als Opfer verloren werden in dieser Schlacht. Und betet, dass diese Vertrauensperson von Biden, die ich in sein Umfeld gestellt habe, sich erheben wird und dass seine Stimme allen anderen Meinungen vorgezogen wird. Damit ich jene Person nutzen kann, um meinen Zweck zu erfüllen. Betet, meine lieben Kleinen, es wird bald ein Siegesruf im Zelt der Gerechten geben. Herr, willst du mir sagen, wie viele Tage, Wochen oder Monate dies dauern wird? Ich sagte dies lächelnd und Jesus antwortete: Bald, sehr bald. Er lächelte auch. Das war das Ende seiner Botschaft. Danke, Herr, für den Sieg durch das Gebet. Ich ermutige euch heute und auch morgen im Gebet zu bleiben. Gott segne euch alle. Und ich möchte noch kurz ein Rema mit euch teilen, das ich vor ein paar Tagen
aus Hesekiel, Kapitel 37, 23 bis 25 erhalten habe, das hier perfekt dazu passt. Und sie sollen sich nicht mehr beschmutzen mit ihren Idolen, noch mit ihren Abscheulichkeiten, noch mit irgendeiner ihrer Übertretungen. Ich werde sie aus all ihren Orten erretten, in welchen sie gesündigt haben, und ich werde sie reinigen. Und sie werden mein Volk sein, und ich werde ihr Gott sein. Und David, mein Diener, wird König sein über sie, und sie werden alle einen Hirten haben und nach meinen Regeln leben, meine Gesetze achten und sie auch tun. Und sie werden in dem Land wohnen, welches ich meinem Diener Jakob gegeben habe, wo eure Väter gewohnt haben. Und sie, ihre Kinder und ihre Kindeskinder werden für immer dort wohnen, und mein Diener David wird für immer ihr Prinz sein. Welch wunderbare Aussichten! Der Friede und Schutz des Herrn sei mit euch allen.